Hallo, ich bin Melanie und früher hatte ich keine Freunde, aber ich hatte meine Mutter. Wir gingen zusammen spazieren, spielten Videospiele und sind sogar in Clubs gegangen. Ich war einfach zu schüchtern, um auf Gleichaltrige zuzugehen. Eines Tages bereitete meine Mutter eine Überraschung für mich vor. Sie schenkte mir eine Wochenendwanderung in den Bergen. Ich war so glücklich. Gleich am nächsten Tag ging ich mit anderen Mädchen wandern. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig sein würde. Mein Rücken schmerzte furchtbar von dem schweren Rucksack. Als wir anhielten, um uns auszuruhen, nahm ich ihn schließlich ab und schlief ein. Aber die anderen Mädchen schienen überhaupt nicht müde zu sein. Sie versammelten sich um das Lagerfeuer, spielten Gitarre und sangen. Selbst die Kopfhörer halfen mir nicht, sie auszublenden. Ich wälzte mich eine Stunde lang hin und her und beschloss schließlich, mich weiter von der lauten Gruppe zu entfernen. Ich hängte eine Hängematte auf, stellte den Wecker auf meinem Handy und schlief ein. Als ich aufwachte, war jedoch niemand mehr da. Ich nahm mein Telefon heraus, um den Guide anzurufen, aber es gab keine Verbindung. In diesem Moment bekam ich wirklich Angst. Ich begann herumzulaufen und um Hilfe zu rufen, aber den ganzen Tag über traf ich nicht eine einzige Person an. Als es dunkel wurde, wurde es noch schlimmer. Ich hörte überall um mich herum seltsame Geräusche und die einzige Idee, die mir in den Sinn kam, war, mich in meinem Schlafsack zu verstecken. Das tat ich und schlief unter Tränen ein. Dann wachte ich auf, weil jemand mein Bein berührte. Ich öffnete meinen Schlafsack und sah ein Pferd direkt vor mir. Ich war so überrascht, dass ich aufsprang und rannte. Aber ich prallte versehentlich gegen einen Baum und fiel hin. Ein Typ lehnte sich über mich. Bist du okay? Wir kamen ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass sein Name Rick war. Er war Fotograf und war auf einem Pferd in die Berge gekommen, um die schöne Aussicht dort zu fotografieren. Ich erzählte ihm von meinen Abenteuern und Rick half mir, auf den Gipfel zu gelangen. Dort angekommen sah ich meine Gruppe, aber als ich mich zu den Mädchen gesellte, starrten mich alle an, als wäre ich ein Gespenst. Das war echt fies. Ich konnte es nicht ertragen. Warum zum Teufel bist du ohne mich gegangen? Du warst in unserer Gruppe? Du bist nur so unscheinbar, dass sich niemand an dich erinnert. Natürlich wollte ich danach nicht weiter mitreisen. Ich bat Rick um einen weiteren Gefallen. Er sollte mir helfen, den Berg hinunterzukommen. Wir tauschten Nummern aus, bevor wir uns trennten, aber selbst dadurch fühlte ich mich nicht besser. Ich weinte die ganze Nacht in meinen Kissen und am Morgen kam ich mit geschwollenen Augen zur Schule. Alle lachten, als sie mich sahen. Meine Klassenkameradin Sharon reichte mir ihr Handy. Es gab ein Video, auf dem ich ganz zerzaust und weinerlich war und die Reiseleitung und die anderen Mädchen anschrie. Ich begann vor Wut zu zittern. Woher hatte diese Hexe das Video? Sharon sagte mir die Wahrheit. Ihre Schwester war auf der Wandertour und hatte ihr das Video zum Spaß gezeigt. Sharon hatte mich erkannt und das Video an unseren Gruppenchat geschickt. Schon den zweiten Tag in Folge machten sich alle über mich lustig. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass dies bald zu meiner neuen Normalität werden würde. Sharon machte sich ständig über mich lustig, weil ich so unscheinbar aussah und die anderen schlossen sich ihr an. Der Besuch der Schule wurde einfach unerträglich. Ich weinte die ganze Zeit und begann bald, mein eigenes Spiegelbild zu hassen. Nur Sharon amüsierte sich königlich. Eines Tages steckte sie eine graue Maus in meinen Rucksack. Ich schrie auf und sprang zurück, aber dann merkte ich, dass es nur ein Spielzeug war. An der Maus war ein Schild mit meinem Namen. Alle fingen wieder an zu lachen. Ich warf das Spielzeug nach Sharon und rannte weg. Als ich nach Hause kam, sah ich einen rosa Umschlag auf der Veranda. Genau das, was ich brauchte. Hatte Sharon beschlossen, mich auch noch zu Hause zu quälen? Nervös öffnete ich den Umschlag und zog ein Stück Papier heraus. Es war ein Gutschein für kostenlose Dienstleistungen eines plastischen Chirurgen. Es lag ein Zettel bei. Ich weiß, was du jetzt brauchst. Liebe Grüße, dein Verehrer. Ein Verehrer? Nein, Sharon, darauf würde ich nicht hereinfallen. Ich habe den Gutschein zerrissen. Kaum hatte ich das getan, überfluteten Nachrichten den Gruppenchat. Ich schaute nach und sah Fotos von meinen Klassenkameraden, die von einem professionellen Fotografen aufgenommen worden waren. Sie hatten mich wieder mal nicht eingeladen. War ich unsichtbar oder was? Unter Tränen begann ich die Fotos zu betrachten und bemerkte plötzlich ein interessantes Detail. Alle Fotos hatten ein Wasserzeichen mit dem Namen von Ricks Fotostudio. Richtig, Rick! Warum hatte ich gedacht, der Umschlag sei ein Scherz? Was, wenn es ein Geschenk von Rick war? Immerhin hatte er mir schon einmal geholfen und könnte mir durchaus wieder helfen. Ich klebte den Gutschein wieder zusammen und beschloss trotzdem, zum Chirurgen zu gehen. Schlimmer konnte es ja nicht mehr werden. Am Eingang der Klinik hing ein Porträt der Besitzerin. Sie war so schön, dass ich meinen Blick nicht von dem Foto abwenden konnte. Konnten sie mich nicht wirklich so aussehen lassen? Der Gedanke machte mir Mut. Ich betrat die Klinik. Eine Frau mit einer medizinischen Maske grinste mich an und sagte: Ja, das wird viel Arbeit, aber das macht nichts. Wir machen dich hier und hier ein bisschen zurecht und du wirst eine Schönheit.
Ich war überglücklich. Schließlich hatten sie mir versprochen, alles umsonst zu machen, weil ich den Gutschein hatte. Ich rief meine Mutter an und sagte, dass ich mit meinen Klassenkameraden ans Meer gefahren sei. Und dann begann ich, mich in aller Ruhe auf die Operation vorzubereiten. Als ich einschlief, stellte ich mir vor, wie Sharons Gesicht aussehen würde, wenn sie mein neues Ich sieht. Doch als ich aufwachte, sah ich 100-mal schlimmer aus als vorher. Mein ganzer Körper war mit Verbänden bedeckt und mein Gesicht sah geprellt und geschwollen aus. Der Chirurg beruhigte mich. Die Schwellung in deinem Gesicht wird in ein paar Tagen zurückgehen, aber du hast jetzt Implantate in deinem Körper und du musst eine Woche lang hierbleiben, um dich vollständig von der Operation zu erholen. Ich war so erleichtert, dass ich die Chirurgin umarmte und versehentlich ihre Maske berührte. Sie rutschte ab und ich schrie auf. Das ganze Gesicht der Chirurgin war geschwollen und mit hässlichen Narben übersät. Hatten sie auch eine Schönheits-OP? Der Chirurg setzte die Maske wieder auf und lachte. Natürlich nicht. Ich hatte einen Unfall. Puh, das hat mich beruhigt. Eine ganze Woche lang lag ich in der Klinik vor dem Fernseher. Als die Verbände endlich abgenommen wurden, musste ich vor Freude schreien. Ich hatte einen perfekten Körper. Auch mein Gesicht war vollständig verheilt. Nun strahlte mich ein wunderschönes Mädchen aus dem Spiegel an. Ich konnte es kaum erwarten, die Reaktion meiner Klassenkameraden zu sehen. Nachdem ich die Klinik verlassen hatte, ging ich zum Visagisten und kaufte mir neue Kleidung. Jetzt konnte ich wieder auf die Schule gehen. Aber als ich dort ankam, erkannte mich keiner meiner Klassenkameraden. Alle dachten, ich sei ein neues Mädchen. Als ich jedoch begann, mein Projekt in der Klasse vorzustellen, erkannte Sharon meine Stimme und flüsterte ihren Freundinnen überrascht zu. Das ist ganz klar Melanie. In der Pause stand ich zum ersten Mal im Mittelpunkt. Die Mädchen bombardierten mich mit Fragen und die Jungs konnten ihre Augen nicht von mir lassen. Ich war so froh, dass ich die richtige Entscheidung getroffen und mich hatte operieren lassen. Jetzt musste ich nur noch meiner Mutter mein neues Aussehen erklären. Ich kam gut gelaunt nach Hause und breitete meine Arme aus, um meine Mutter zu umarmen. Aber sie brach plötzlich in Tränen aus und schloss sich in ihrem Zimmer ein. Oh, nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Ich habe den ganzen Tag versucht, mit meiner Mutter zu reden, aber sie kam nicht heraus. Auch am nächsten Morgen liefen wir uns nicht über den Weg. Sie ging früher als sonst. Ich stapfte gedankenverloren zur Schule und stieß in der Nähe der U-Bahn zufällig mit einem Typen zusammen. Hey, pass doch auf! Es war Rick und er hatte mich nicht mal erkannt. Ich bin's, Melanie, weißt du noch? Du hast mich auf einem Campingausflug gerettet. Ich freute mich schon auf die Komplimente, aber Rick zog eine Grimasse und sagte, was hast du mit dir gemacht? Es tut mir leid, aber du siehst aus wie eine Puppe. Das tat weh und ich ging. Es wurde mir klar, dass es nicht Rick gewesen war, der mir den Gutschein geschenkt hatte, sonst hätte ihm mein neues Ich gefallen. Aber wer hatte es dann getan? Ich beschloss herauszufinden, wer mein Wohltäter war und begann mit meinen Mitschülern. In einer Pause, nachdem die Lehrerin das Büro verlassen hatte, schlich ich mich hinein und begann die Hefte meiner Mitschüler durchzusehen. Aber keine der Handschriften stimmte mit der auf dem Zettel überein. Ich musste mit leeren Händen nach Hause gehen. Auf dem Weg dorthin hielt ich an der Apotheke, um die Vitamine zu kaufen, die mir der Chirurg verschrieben hatte. Das Rezept muss von derselben Person geschrieben worden sein, die auch den Brief geschrieben hatte. Ich eilte in die Klinik, um das Rätsel zu lüften. An der Rezeption verlangte ich, meine Chirurgin Sophie Johnson zu sehen, aber man sagte mir, dass die Besitzerin der Klinik an diesem Tag frei habe. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe ihr Foto gesehen. Sie ist sehr schön und mein Chirurg. Nun, wie soll ich es sagen? Glauben Sie mir, Ihre Chirurgin und die Besitzerin sind ein und dieselbe Person. Es ist nur so, dass das Gesicht von Mrs. Jones nach einer missglückten Schönheitsoperation ruiniert war. Ich war schockiert. Das war also der Grund, warum Sophie Johnson mir dieses Geschenk gemacht hatte. Mir wurde klar, was sie tat. Sie suchte sich Dummköpfe, lockte sie mit kostenlosen Operationen und Injektionen, um sie dann süchtig zu machen und ihnen ihr ganzes Geld abzuknüpfen. Ich versprach der Empfangsdame am nächsten Tag wiederzukommen und ging hinaus. Plötzlich sah ich meine Chirurgin. Sie war gerade dabei, sich mit jemandem zu streiten und diese Person war meine Mutter. Ich versteckte mich hinter dem nächstgelegenen Auto und belauschte ihr Gespräch. Gott, was hast du ihr angetan? Das ist es, was deine Operation aus dir gemacht hat. Und jetzt willst du das Leben meiner Tochter ruinieren? Ja, weil ich dich hasse, Mama. Sie ging getrennte Wege. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Ich hatte eine ältere Schwester, die mir mein ganzes Leben lang verheimlicht worden war. Ich kam mit dem Taxi schneller nach Hause als meine Mutter und ich stöberte alle Schränke auf der Suche nach Beweisen. In einem der Schränke befand sich ein altes Foto. Es zeigte Mama und Papa, die ein schönes Mädchen umarmten. Ich sah die Dokumente durch und fand einen weiteren Beweis, eine Adoptionsbescheinigung für Sophie Jones. Vor vielen Jahren noch, bevor ich geboren wurde, hatten meine Eltern sie in ihre Familie aufgenommen. Ich hörte, wie die Haustür zugeknallt wurde. Ich traf meine Mutter mit der Schachtel in den Händen und er verlangte eine Erklärung. Mama musste mir alles erzählen.
Als sie jung war, hatte Sophie eine Schönheitsoperation. Ich wurde sehr wütend und schmiss sie wutentbrannt aus dem Haus. Sophie stahl das Geld, das wir gespart hatten, um ein neues Haus zu kaufen, und eröffnete damit eine Klinik. Dein Vater ist fast durchgedreht, als er davon erfuhr. Aber ich habe Sophie nicht angezeigt und stattdessen die ganze Schuld auf mich genommen. Ich habe gelogen und gesagt, ich hätte vergessen, das Haus abzuschließen und wir wären ausgeraubt worden. Danach hat dein Vater mich verlassen. Und nach 5 weiteren Monaten kamst du zur Welt. Ich umarmte meine Mutter. Jetzt war mir klar, warum sie sich über mein neues Aussehen so aufgeregt hatte. Die Operation erinnerte sie an ihre Adoptivtochter. Ich hasste diese undankbare Sophie. Papa war ihretwegen gegangen und das Geld hatte sie auch noch mitgenommen. Ich konnte das nicht einfach so stehen lassen. Am nächsten Morgen kam ich als Patientin verkleidet in die Klinik. Ich wurde in Sophies Büro geführt und gebeten zu warten. Ich stieß ihren Tisch um und zerbrach alle teuren Flaschen darauf. Soll sie doch sehen, wie sie das bezahlt. Ein rotes Buch lag zwischen den Glasscherben auf dem Boden. Ich hob es auf und schlug es auf. Die Seiten waren mit Sophies Handschrift voll. Alle Orte, an denen ich war, die Telefonnummern von Sharon und dem Reiseführer, die Adresse des Spielzeugladens. All das war feinsäuberlich notiert. Ich war nicht zufällig in Schwierigkeiten geraten. Sie waren von Sophie eingefädelt worden, damit ich mich der Operation unterziehen würde. Die Tür öffnete sich und meine Schwester betrat das Büro. Ich stürzte mich sofort auf sie. Was willst du von mir? Warum hast du das getan? Mama hat mich deinetwegen rausgeschmissen, hat mich weggeworfen wie ein nutzloses Spielzeug. Ich habe euch beide vor kurzem im Park Eis essen sehen. Ihr seid so verdammt glücklich aus. Also habe ich beschlossen, dich in ein Monster zu verwandeln. So wie mich. Meine Beine zitterten. In ein Monster? Was hast du mir da gespritzt? Sophie lachte bösartig. Das billigste Medikament. In einem Monat wird dein ganzes Gesicht anschwellen und du wirst dich im Spiegel nicht wiedererkennen. Alles schwamm vor meinen Augen. Ich wurde ohnmächtig. Ich kam auf einer Couch wieder zu mir. Sophie stand vor mir und sah erschrocken aus. Sie sagte, sie habe nur einen Scherz gemacht und mir tatsächlich normale Mittel gespritzt. Ich wollte nur, dass du und Mama streitet, um mich für ihren Verrat zu rächen. Ich erzählte Sophie, was in der Vergangenheit wirklich passiert war. Wegen eines dummen Missverständnisses hatten sie und Mutter sich viele Jahre lang nicht gesehen. Dabei hatten sie sich doch einfach aussprechen und alles klären können. Ich gab Sophie ihr altes Foto mit unseren Eltern und sie umarmte mich. So bekam ich eine ältere Schwester. Bald darauf versöhnte sich meine Mutter mit ihr. Nachdem ich Sophies erfolglose Experimente gesehen hatte, beschloss ich, dass ich keine Implantate wollte. Sophie operierte mich erneut und ich sah wieder so aus wie früher. Mit Hilfe meiner Schwester fand ich einen anderen Weg, um aufzufallen und mir selbst treu zu bleiben. Ich änderte meinen Stil drastisch. Trotzdem beschloss ich, dass ein bisschen Veränderung in Ordnung war und überredete meine Mutter, mir die Lippen machen zu lassen. Ihr müsst zugeben, dass ich so viel besser aussehe. Nun, es ist Zeit für mich, mit Rick zu einem Fotoshooting in die Berge zu gehen. Fotografierst du gerne? Like das Video, wenn du das tust. Mal sehen, wie viele von uns da draußen sind. Das ist die SCP Foundation, eine geheime Organisation, die überall auf der Welt anomale Objekte findet und untersucht. Das sind die Geheimakten der Organisation. Vielleicht kennst du sie bereits. Es sind die Geschichten von normalen Menschen, die das Glück hatten, den schrecklichsten Kreaturen der Welt zu begegnen. Die SCP-Chroniken enthüllen neue Details über die anomalen Objekte, die du bisher nicht kanntest.